Sascha Rech ist hier von Rech Intersport aus St. Ingbert. Hallo Sascha. Hallo Sven. Genau, wir machen eine große Doku-Serie Leute, zufriedene Kunden im Jahr 2017. Es gibt sie noch und hier ist jemand, der hat mir gerade eben erzählt, du kaufst quasi alles beim Sascha, oder? Ja, also querbeet von Schuhe über Kleider für den Verein, für mich selber. Genau, du bist wer? Dominik Schwindling vom TV Merschweiler Abteilung Handball und bin dort ein bisschen für den Einkauf zuständig von den ganzen Vereinssachen. Okay, das heißt, ihr habt wie viele Leute habt ihr im Verein? Wir haben im Moment 15 Jugendmannschaften und 6 aktive Mannschaften. Das heißt, der Sascha ist eigentlich ganz froh mit dir, oder mehr oder weniger? Ich nehme es mal schwer an, das muss man ihn selber fragen. Warum? Du könntest ja günstig kaufen im Internet, könntest da schwer verhandeln mit einem Pipapo, aber was ist hier so schön beim Sascha? Erstens mal die fachliche Beratung, wenn irgendwas Spezielles ist. Ich kann es mir im Katalog direkt ansehen. Ich kann was bestellen lassen, kann es mir dann hier nochmal in Ruhe ansehen. Und dass die ganze Betreuung drumherum passt einfach. Okay, ihr lasst auch einiges bedrucken, ja. Das heißt, er hat ja hier diese wunderbaren Maschinen. Wir haben sie beim letzten Mal beim Rundgang schon mal gezeigt. Das ist was, Sascha? Ist jetzt eine Transferpresse, mit der können wir eben mit Hitze und Druck Logos oder generell Transfers auf Textilien applizieren. Genau, und ihr habt euch jetzt ein T-Shirt machen lassen. Vielleicht kann man es noch so ein bisschen sehen. Du darfst jetzt nicht hochheben, oder, Sascha? Nee, noch In ein paar Minuten. ein paar Minuten können wir es hochheben. Du darfst noch ein bisschen Werbung machen vor eurem Verein. Ihr seid schon deutscher Meister gewesen? Nicht ganz. Wir sind aber im Moment wirklich am größer werden. Wir haben einen Zusammenschluss in der Spielgemeinschaft mit der Jugend, mit der ASC Quierschied, haben dadurch halt diese 15 Jugendmannschaften komplett den Jugendbereich durchbesetzt. Mit den aktiven Mannschaften spielen wir mit der Herrenmannschaft schon die ganzen Jahre in der Saarlandliga. Mit den Damen sind wir jetzt gerade aufgestiegen. Das ist auch das Meisterschaftsshirt, was dann noch unter der Presse liegt. Genau, das schauen wir uns gleich mal an, ja. Und da sind wir wirklich auf dem aufsteigenden Ast, mit jungen Spielern viel aufzubauen und das aber auch mit eigenen Leuten aufzubauen. So, und das Thema Jugend, du bist 21 Jahre alt, das ist ja nicht zu unterschätzen. Man muss die Jungs und Mädels natürlich ganz nah zum, ganz jung zum Sport heranführen. Jetzt ist ja Basketball eine Sportart, da kann man sich schon mal verletzen, oder? Wir spielen Handball, ja. Handball meinte ich. Ich meine, ich muss dazu sagen, ich komme aus Trier. Trier ist eine Handballstadt. Ja, war auf dem Handballgymnasium. Ich meinte Handball. Ich meinte, wie komme ich denn auf? Beim Handball kann man sich besonders. Beim Basketball kann man auch verletzen. Aber gerade beim Handball kann man sich ja wunderbar verletzen, oder? Ja, natürlich ist es verletzungsanfällig, aber man hat natürlich auch die Möglichkeit, das selber vorbeugend Zu fallen, fallen üben. genau. Naja, Fallen üben, es geht darum, viel Stabilität, Kräftigung schon im geringen Alter mit einzubauen und dadurch die Muskulatur so aufzubauen, dass möglichst wenig passiert. Also ich, toi toi toi, ich habe diese Saison keine ernsthafte Verletzung gehabt. Man beachte diese Saison, ja. Das heißt, du Diese hattest schon Saison mal nicht. eine. Nee, in den Damen jetzt bei der Mannschaft, wo ich trainiere. Und also das ist wirklich, da kann man schon als Trainer schon viel vorbeugend mitmachen. Natürlich steckt man nicht immer drin. Okay, du spielst was für eine Position? Ich bin Torwart. Du bist Tor. Scheiße. Okay, super. Das war übrigens ein Job, den ich bei mir in der Schule nie, eigentlich nie ungern machen wollte. Es war halt immer so, wenn irgendeiner musste, halt mal einer mal ins Tor, ja. Und aber das ist, wie überwindet man da die Angst beim Tor, beim Torwart? Oder war die nie da bei dir? Also Angst, nein. Also es ist einfach, ich sag mal, man muss positiv verrückt sein für den Job. Und wenn man das mitbringt, keine Angst hat, dann ist man eigentlich der Richtige dafür. Also man unterschätzt oft, was ein Torwart im Spiel wirklich ausmacht, vor allem im Handballspiel. Also das heißt, du bist nicht unwichtig. Das würde ich jetzt mal so sagen, ja. Okay. Wie oft hast du schon ein Tor direkt von deinem Tor ans andere Tor gezielt? Noch nie. Noch nie. Noch nie. Also jetzt gerade die Regel mit dem siebten Feldspieler ist jetzt neu rausgekommen, wird aber Klär Moment. mich auf, klär mich auf. Und zwar darf man den Torwart mittlerweile rausnehmen und für einen siebten Feldspieler dafür bringen. Und dann ist natürlich das Tor hinten offen und der Wechsel muss erstmal nochmal vollzogen werden. Also man hat ein bisschen Zeit, aber diese Regel wird im Amateurbereich noch nicht so oft angewendet. Wann findet die Anwendung zum Beispiel? Die Anwendung findet statt, wenn man im Angriff nicht so durchschlagkräftig ist Okay. und sich dadurch halt ein Überzahlspiel 6 gegen 7 Also wenn es eng wird mit der Zeit, oder? noch nicht mal das, sondern einfach, wenn man gegen eine stärkere Mannschaft spielt, wo man so nicht durch die Abwehr durchkommt.
So, jetzt darfst du mir noch was erzählen für die ganzen Mamis da draußen, die Angst haben. Deswegen habe ich ja eben gefragt mit den Verletzungen. Das heißt, man kann sich vorbeugen. Der Trainer ist wichtig. Der muss natürlich auch mal sagen, bitte nicht so, sondern anders. Ja, sonst machst du dir Aua. Wie hat das Ganze angefangen? Wie kamst du zum Handball? Warst du neun und. Nee. Also, ich komme aus einer Handballer-Family, also Mutter und Vater auch Handballerin und Handballer. Und da war ich schon als kleines Kind kurz nach dem Krankenhaus immer schon mit in der Halle dabei. Ehrlich? Und ja, und das wirklich so groß geworden. Und dann Mutter selber Jugendtrainerin, Vater eine Mannschaft trainiert und dann ist man immer dabei. Ich habe noch einen größeren Bruder, der selbst spielt. Der heißt wie? Tobias Schwindling. Darfst du mal grüßen? Ja. Okay, nee, das machen wir jetzt nicht. Wenn ich jetzt Interesse habe, ich nehme an, die Leute bei euch im Verein, die kommen nicht um die Ecke, die kommen auch ein bisschen weiter weg oder kommen die alle aus eurem Ort? Nein, wir haben ein größeres Einzugsgebiet. Gerade Merschweiler hat viele, viele Ortschaften und Vereine auch drumherum. Und da sind wir wirklich sehr breit aufgestellt und gucken auch schon gleich, dass wir im Grundschulalter die Kinder beibekommen. Beibekommen, wie geht das? Ist das wie bei der Bundeswehr? Wie Na, rekrutiert? nicht ganz. Wir haben Ehrenämtler, die morgens Zeit haben, für in die Schule zu gehen und dort Unterricht zu machen und damit die Kids zu begeistern, wirklich zum Handballsport zu Ehrlich, kommen. ihr habt so Leute, die praktisch in der Schule rekrutieren, so ein bisschen. Die stellen das vor? Genau, die stellen den Sport vor. Die Lehrer sind meistens froh, weil die auch meistens fachfremd sind im Sportunterricht, dass sie einfach mal Also die Unterstützung freuen sich bekommen. dann auch noch, ja. Genau, die freuen sich und die Kids freuen sich auch. Sie sehen mal was ganz anderes. Und ich denke, das ist genau das, was man auch braucht. Man muss frühzeitig bei der Masse an Sport an, die es mittlerweile geht, an die Schulen gehen und die Kids davon begeistern, warum unser Handballsport so schön ist. Jetzt der Merch war in der Nähe von Riegelsberg, da war der Sascha vorher und du bist ihm treu geblieben. Ich war vorher in Riegelsberg noch nicht Kunde bei ihm. Du bist neu jetzt hier bei ihm? Ja, ich war vorher bei dem Vorgänger hier beim Sportreichsrat. Okay, daher kommt es dann. Und du bist jetzt zufrieden mit dem Sascha? Ja, also ich bin sehr zufrieden. Passt super. Es gehen auch kurzfristige Sachen, wo er immer alles möglich macht. Und auch die Meisterschaft war kurz vor knapp erst sicher geworden. Und da hat Hast er du die noch, T-Shirts an? genau, da hat er noch samstags länger da gestanden und hat mir es extra fertig gemacht. Also das ist echt super. Hat mir eben erzählt, er fährt in Urlaub, er muss noch Nachtschicht machen, er muss noch ein paar Sachen fertig sein. Thema Sportbekleidung, wie wichtig sind denn Schuhe? Sehr wichtig. Also, ich sag mal, mit ordentlichem Schuhwerk fängt es an. Leider nicht nur im Sport, sondern auch im privaten Alltag, was viele vergessen, wo sich dann irgendwelche günstigen Schuhe oder ich will nicht sagen günstig, aber irgendwas, wo keine richtige Sohle drin ist, da fängt schon an. Also, da gerade im Wachstum würde ich da drauf achten einfach. Das heißt also nicht den Schuh kaufen aus dem, ich hätte fast einen Namen genannt, aus dem Supermarkt, bloß der sieht halt so ähnlich aus, sondern da steckt ja viel mehr drin, oder? Genau, also man muss sich schon ein bisschen damit beschäftigen. Das ist ein großes Thema, was da an Dämpfung, wo ist da nochmal eine Sprungkraft mit eingebaut, wo man wirklich da mehr Leistung bekommt und auch wie ist das Fußbett, also wie steht der Fuß in dem Schuh eigentlich? Super. Bisschen Werbung für den Verein, eure Homepage, wie lautet die? www.tvm-panda.de, wir sind die Merschweiler Panda und auf unserer Homepage sind wir sehr gut vertreten. Genau, ich spiele in welcher Liga jetzt? Mit den Herren und wie den Damen in der Saarlandliga. In der Saarlandliga. Und das Fernsehen ist laufen bei euch zu Gast, oder? Das Fernsehen nicht so oft, aber wir haben schon eine mediale Präsenz vor Ort. Genau. Ich habe eine gute Nachricht. Wir machen jetzt halt Dauerwerbefernsehen, ja, bei uns, ja. Die Landesmedienanstalt hat uns heute kontaktiert. Wir dürfen wahrscheinlich ab Herbst redaktionelle Berichte machen. Und dann werden wir euch mal besuchen kommen mit dem Team. Und mit zusammen mit dem Sascha, der war noch mal kurz ab für den Kunden. Er fährt ja bald. Er fährt ja bald in Urlaub. Also, ich habe ihn interviewt, ja. Er kam ganz spontan, wirklich. Also, wenn du nochmal in die Kamera sagst, du wusstest nicht, dass du Interviews hast. Nein, ich bin jetzt selbst überrascht. Ich kam gerade von der Trainerschulung der Sportschule und wollte nur kurz was mit dem Sascha noch machen. So, er wollte nämlich noch ein T-Shirt haben, da hast du in der Eile was vergessen draufzudrucken, das ist ja Genau, nicht so schlimm. weil da muss man auch sagen, wir haben die Meistershirts, glaube ich, wirklich ganz letzte Rille gemacht, oder? Also, Also es war er hat sogar wirklich geholfen. Wir haben, glaube ich, Samstagmittags. Samstags Nachmittags nach Redaktionsschluss, weil sonntags das entscheidende Spiel war. Also So, jetzt darfst du es mal du komplett darfst es zeigen. zeigen, weil So machen er wir es, ist ja auch ja. der Meistertrainer. Hammerhart, ja. Man sieht eindeutig, das sind keine Kindershirts, das sind Damenshirts. Wie alt sind die Damen da im Schnitt? Also von 16 bis 39 habe ich alles dabei. So, ich zeige es nochmal ganz kurz, ganz groß. Und jetzt darfst du nochmal meisterhaft. Ihr habt welche Meisterschaft gewonnen? Die Meisterschaft der Bezirksliga Ost.
Stuttgart, super. Und euer Verein heißt? TV Merschweiler. Ja, drehen wir mal um. So, Meister Bezirksklasse Ost 2016-2017, TVM Handball Panther Ladies. Und da steht auch ein Name drauf. Was steht da drauf? Merschweiler nehme ich an, oder? So. O Merschweiler ist unser Spruch. O Merschweiler, das heißt was übersetzt? Das ist irgendwann mal so gekommen, wo wir sagen, O Merschweiler ist wundervoll. Genau, und wenn auch Sie ein Handballverein sind, Sie haben es gehört. Du heißt nochmal? Dominik Schwindling. Genau, der Dominik Schwindling ist ein zufriedener Gast. Ja, gehen Sie zu Sascha Rech. Er ist nicht nur Laufspezialist, sondern auch offenbar Spezialist für Last-Minute-Fälle für alle Vereine dieser Welt. Ja, und danke vielmals. Du bist wo? In St. Ingbert. In St. Ingbert, wo? In der Kaiserstraße, in der Fußgängerzone. Genau, du hast geöffnet wann und wann? Montags bis freitags 9.30 Uhr bis 18.30 Uhr, samstags 9.30 Uhr bis 14 Uhr. Genau, wir haben eine ganz tolle Überraschung. Wir verlosen jetzt 100 Euro für die Kaffeekasse. Ja. Und zwar mitmachen dürfen jetzt alle Handballvereine, Basketballvereine, ist das okay für dich? Fußballvereine, ist das auch okay? Also, ja. Also Tennisvereine mitmachen, sagt er, ja. Und alle Läufertreffs. Denn du bist nämlich der absolute Spezialist für Schuhe. Während wir jetzt gerade reden, blendet die Regie bitte unser Schuhvideo ein. Ja, du hast ja, wir haben letztes Mal ein Schuhvideo gemacht, da haben wir ganz viele Schnittbilder gemacht. Und da werden wir denn das jetzt mal zeigen. Und ihr könnt mitmachen. Was müsst ihr tun? Ihr schreibt einfach rein, ich will 100 Euro für die Kaffeekasse von Sascha Rech, Intersport aus St. Ingbert. Für den Verein, Doppelpunkt, und dann schreibt ihn dahinter und mit etwas Glück seid ihr dabei und ihr gewinnt das und vielleicht werdet ihr auch mal Kunde beim Sascha, dafür machen wir ja den ganzen, sag mal, Klumbomia. Das ist die Idee, die hinten dran steckt. Genau. Sascha, sag mal Tschüss. Tschüss. Sag mal Tschüss. Tschüss. Ist fest, oder?